Hallo, ihr Weichkühner, mit recht herzlich willkommen auf unserem Rosti-Kanal und zu einem weiteren Rostis-Geschmackstest. Jawohl, es gibt wieder einen Geschmackstest und vorab natürlich noch teilen sich dabei alles um unbezahlte Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür, alles selber bezahlt. Wie gesagt, kein Geld dafür. Ne? Alles selber finanziert. Und natürlich noch herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne dies ja alles nicht machbar und realisiert wäre. Vielen, vielen Dank für eure enorme Hilfe. I love you. So, ich habe was gekauft im Penny. Und zwar mal wieder. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, hatte ich noch nie. Oder doch? Noch nie, nein. Ein Penny Ready Baguette mit Schinken und Käse. Penny Ready to Go Baguette, Schinken, Käse. Hat 250 Gramm, hat gekostet 1,99 Euro. Haltbar bis 18.11. Heute ist der 5.11. Baguette, Schinken, Käse. Mit Hinterkochschinken und Gouda ist drauf. Man kann es auch für. Man kann es warm oder kalt genießen. Man kann es, wenn man es warm will, für in den Backofen für 4 bis 5 Minuten aufbacken. Aber ich denke mal, mein Backofen ist ja eh kaputt und ich liebe das eh lieber so kalt. Oder halt frisch, nicht so noch aufgebackt. Da gibt es ja andere Fertigprodukte. Achso, hat pro 100 Gramm 289 Kalorien. 289 pro 100 Gramm. 250 sind drin, haben 1,99 Euro gekostet. Wir gucken mal rein. Also mit 250 Gramm ist schon mal was im Gewicht, ne? Das ist schon mal nicht wenig, würde ich sagen. Hyper, hyper. So schaut's aus. Schön in Tütchen unten drunter. Ich werde es euch gerne mal aufklappen. Aber ich habe halt Angst, dass ich es kaputt mache, weißt du? Oh, sogar Ei drauf. Da haben die ja gar nichts davon geschrieben. Seht ihr das? Da hinten ist noch Ei in der Mitte. Momentl. Ich kann es leider nicht mehr aufmachen. In der Mitte ist noch Ei. Schinkenkäse. Wirklich? Ist es Ei? Wir werden uns reinbeißen, oder? Also sind einige seht ihr das? Das sind Eierscheiben. Davon stand nichts drauf. Also ist gut belegt mit Käse. Es sind einige Käsescheiben drauf und eben noch Ei. Schönes weiches Baguette. So liebe ich es halt. Weich und soft. Nicht trocken oder sonst was? Hier unten muss irgendwie ein Butter sein oder ein Aufstrich, ich weiß es nicht. Wenn ich das jetzt hier raus. Oh, so. Oh, ich liebe so weiche Baguette. Wie die Amis so weiche Brötchen haben, die es bei uns aber leider nicht gibt, das ganz softe Brötchen so. So richtig. Oh. Mit dem Ei noch. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet von diesem Baguette. Vor allem,
weil das so reichlich belegt ist. Und gerade wo ich jetzt noch das Ei gesehen habe, wo er nicht auf der Verpackung draufsteht, also ich kann ja eh nichts erkennen, würde ich schon gar nicht in den Backofen machen. Schon allein wegen dem Ei. Weiß nicht. So hart gekochtes Ei erwärmen im Backofen. Ich weiß nicht. Also wirklich lecker. Vor allem ist es nicht trocken. Und schön, ja, ihr seht ja, man kann hier meine Fingerabdrücke sehen. Das liebe ich. So muss für mich ein Baguette sein. Wow. Das ist genau diese Konsistenz, wo ich liebe. Mega. Das schmeckt toll. Das schmeckt dem Rostimann. Und mit 250 Gramm für 1,99 Euro ist ein mega fairer Preis. Und vor allem noch so schön das Ei. Klar, sie hätten es besser verteilen können. Aber das war jetzt für mich total die Überraschung. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Holy moly. Und es ist wirklich auch gut belegt. Seht ihr ja, überall Käse. Ganz hinten ist leider der Schinken ausgegangen, der auch ziemlich ganz dünn geschnitten ist. Von dem Schinken merke ich eigentlich groß so nichts. Der hätte natürlich noch viel mehr drauf gehört, aber das ist ja ein Fertigprodukt. Aber es schmeckt. Es schmeckt. Das beim Sport oder auf der Arbeit, zur Mittagspause, da ist ein normaler Mensch. Ich bin ja kein normaler. Der ist dann satt. Gesättigt bis zum Abendbrot, denke ich mal. Bis er heimkommt. Also wunderbar. Wunderbar. Muss ja immer den Rostimann wieder sauber machen. 8 Minuten, das geht ja noch. Wow. Und ihr seht, es quillt richtig raus. Da. Ihr wisst ja, ich habe 0815 billig Hongkong Creme und nur Laptop. Da zoomt nichts, da macht nichts. Die Einstellung von der Beleuchtung, von der Farbe. Ach, ich scheiß doch was drauf. Ich habe nur popiges Material. Ich mache mein Bestes. Das schmeckt mir wirklich geil. Das schmeckt. Ja. Schönes kleines Tütchen. Wo sie normalerweise als Chips. Rumpfut reinmachen. Aber ist gut. Also mir schmeckt. Mein Geschmack. Ich hatte ja schon befürchtet, die Befürchtung hoch sie langsam. Wie bei den Sandwiches, wo ja für mich enttäuschend waren im Prinzip. Aber das Baguette, Chanetche, nö. Wirklich gut. Wirklich gut. Muss ich sagen. Ich glaube, da werde ich mal wieder testen, oder? Holy
Primo. Nur leider haben sie sich zu zweit etwas schwierig, Lieferschwierigkeiten. Und es war nur noch Salami, glaube ich, da. Salami mit Käse. Und. Nein, ich war, glaube ich, noch irgend so ein Pulled Pork, aber. Wenn man ein bisschen ein gutes gibt, holen wir mal an zum Testen. Und Leute, glaubt mir, 250 Gramm, das hat ein schönes Gewicht und ist gut belegt. Das sättigt, das macht schon euch vielleicht mal satt. Oder beim Zocken, so als Snack, hat man mal ein bisschen wunderbar. Gerade beim Zocken. Hol mal. Wow. Irgendwie hin und weg. Glücklich bin ich vor allem, dass kein rausgeschmissenes Geld war. Das war's im Mund, Leute. Echt super. Wie gesagt, im Penny geholt, 1,99€, 250 Gramm, dieses Schinken-Käse-Baguette mit dem Surprise-Ei, wo vorne nicht drauf stand. Ich hätte es drauf geschrieben, aber so war die Überraschung größer. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zur Punktebewertung. Es ist halt ein Standardprodukt. Und der Schinken war mir ein kleines bisschen zu wenig. Da hätten nochmal zwei Scheiben drauf gemüsst. Ich hätte auch gern 2,20€ bezahlt. Aber ich glaube, dann wird es auch keiner mehr kaufen. Aber überall war Käse drauf. Das Ei noch. Nicht trocken, nichts. Absolut guter Geschmack. Hat Spaß gemacht zu essen. Vor allem das Gewicht hat gestimmt. Ich gebe für dieses Schinken-Käse-Baguette von Penny Ready to Go wirklich gute. Moment, nochmal ein Wunderputzen. 8 Punkte. Wo ist das? 8 Punkte. Geschmackspunkte. 8 Punkte. Vollkommen akzeptiert. Was soll ich noch sagen? Nichts. Auf jeden Fall kein Fehlkauf. Hat geschmeckt. Einfach bestens. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet auch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the head button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, aber passt auf euch auf und schützt euch bitte. Schützt euch. Und bleibt vor allem alle gesund und munter. Ihr und eure Lieben. Ja? Schützt euch bitte. Passt auf euch auf. In diesem Sinne, wir sagen tschö bitte und begrüßen uns. Euer Samtendi, die Minion, der Rest der Rasselbande, die Yoda, der Darth Vader, der Humi, alle zusammen. Und der Rosti natürlich, der ältere Herr. Das bin ich, der Olde Sock. Bis zum nächsten Mal. Beim weiteren Geschmacksfest. Eventuell. Thank you, goodbye. Good night. Bye bye.